Yo, hallo, hey, ich bin Taryn Ariel, ihr seid auf dem Kanal Paranamas und ich habe es im letzten Video kurz in der Beschreibung angesprochen. Es ist nicht ganz einfach, in Studentenwohnheim einen Ort und eine Zeit zu finden, wo man in Ruhe aufnehmen kann. Deshalb mache ich das jetzt mitten in der Nacht hier, ein Voiceover. Viel Spaß und let's go! Als einer der sechs Infinity-Steine wird der Soulstone oder Seelenstein auf Vormir vom Red Skull beschützt, der auch erklärt, wie man an den Infinity-Stein kommt. Eine Seele für eine Seele. Thanos löst das Problem, indem er, naja, Gamora hinunterstößt und Clint und Natasha kämpfen darum, wer sozusagen springen darf, muss, soll. Eine Überlieferung sagt, man muss eine Seele opfern, die man liebt, die einem etwas bedeutet sozusagen, was die Szene mit Gamora wiederum verstörender macht, weil ich mir nicht sicher bin, ob Thanos überhaupt in der Lage ist, jemanden oder etwas zu lieben. Und was die Szene mit Clint und Natasha umso trauriger macht, weil die beiden einfach darum gekämpft haben, wer einerseits gehen darf, andererseits gehen muss. Wirklich verstörend wird das erst allerdings, wenn man die ganzen Infinity-Steine und vor allem die ganzen Seelensteine in der Loki-Serie in der Schublade liegen sieht und weiß, dass sie einfach umsonst gestorben sind, eigentlich, weil es so viele gibt. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns morgen schon wieder. Macht's am allerbesten. Bis morgen und ciao!